Abenteuer Alpen wird Ihnen präsentiert von Le Gruyère AOP. Der Geschmack der Schweiz seit 1115. Tag 4 auf der Haute Route, der berühmtesten Skitour von Chamonix nach Zermatt. Die besseren Skifahrer können das Couloir abfahren. Oder Paul oder Peter können das Fixel zur Hilfe nehmen, um reinzufahren. Wieder ein Steilhang, fast 45 Grad. Frenzi auf den Platten und Dominik Giesin, die beiden ehemaligen Skirennfahrerinnen, wagen die Abfahrt. Ein Seil muss es für die anderen richten. Ein Sturz hätte fatale Folgen. Ist heute seit bereits 6 Stunden unterwegs. Es ist Mittag und heiß. Vor ihnen liegt der gefürchtete lange Abschnitt entlang dem Lac d'Edis. Ich hoffe, dass du dort vorne siehst. Ja, ist gut. Dort nochmal ein bisschen runtergehen. Ja, schon gut. So, oder? Und wo gehen wir jetzt? Die Spur noch vorne. Ja, da mit dem Spüli noch vorne, genau. Das Abfahren, das ist schon gut. Das stimmt schon für mich. Gut, ja, wegen dem auf die Tour, dass ich runterfahre. Aber der Schnee ist halt nicht mehr so schön jetzt. Das ist schade. Aber ja, das ist halt ein Frühling. Der 4. Tag. Der härteste und längste der Tour. Es wird warm sein und gibt es so flach hinten. Lang. Gewarnt wurde die Gruppe bereits am Vortag von Bergführer David Fasel. Im Sena, ja. 80 Kilometer, 7000 Höhenmeter in 6 Tagen. Das ist die Haute Route. Ein Pensionär, ein Heilpädagoge, eine kaufmännische Angestellte, 2 Skirennfahrerinnen, ein CEO und eine Haushaltslehrerin wollen sich diesen Traum erfüllen. Gestartet sind sie heute um 5 Uhr in der Cabane Montfort. Nach 5 Stunden erreichten sie die Rosa Blanche. Und nun befinden sie sich in der langen Fläche entlang des Lac d'Edis, vor dem Aufstieg zur Cabane d'Edis. Eine Etappe von 9 Stunden. 17 Kilometer mit 1800 Metern Aufstieg in großer Hitze. Severin, CEO der Allianzgruppe Swiss, zieht mit Olympiasiegerin Dominik Giesin vorne weg. Gefolgt von Peter, dem Heilpädagogen aus Zürich. Es ist heiß und haben schon lange Tage die Knöchel. Aber es geht. Bergführer David Fasel drängt aufs Tempo. Wenn man einfach so mit dem Stecken kann einstecken im Nassschnee, dann ist man schon zu spät. Aber jetzt sind wir hier auf der Fläche. Das spielt jetzt so eine Rolle, aber also gerade in jeder Hang fahren müsste man nicht mehr so. Aber jetzt gehen wir hier, ist flach, flach, flach. Und dann sind wir in dem Nordhang rein. Und das ist dann nicht so das Problem. Und dann oben ist wieder flach bis zur Hütte. Nein. Aber da hinten muss man schon, also viel, viel später, müsste man nicht mehr dort durchfahren. Ja, es war ein Strubawinter. Also, ja, irgendwie der Schweizer Alpen. Ich habe jetzt nicht behauptet, aber nicht weit von 30 Toten. Aber eben zum Teil einfach fahrlässig. Ja, ja. Die Natur, das Wetter, sie können über Leben und Tod entscheiden. Wie sich auch auf der Haute Route einige Tage später zeigen wird. Die Gruppe hat sich inzwischen getrennt. David wählt mit Severin, Frenzi, Dominik, Jolanda und Peter die Strecke hoch über dem Stausee. Tut das denn so was, denn Fall? Dreck, tut das denn nicht? Nein, wenn es trocken ist, nicht so. Also. Du kannst nachher wieder ein bisschen putzen. Ja.
Ich war nicht sicher, ob das da Lawine gefährdet ist von dieser Seite her. Ja, ist das ist, aber jetzt hier ist nachzeitig, ist auch gut. Ist gut, ne? Es ist noch viel griffiger gewesen, ja. Stöcke haben gekippt. Genau, hast du mal nicht in die Leere gestossen. Ja, ja. Der 72-jährige Paul und Carmen sind mit Bergführer Ralf Weber derweil weiter unten am Lac des Dix unterwegs. Die Sonne brennt. Carmen bereiten die Blasen an den Füßen immer mehr Schmerzen. Und noch liegen 600 Meter Aufstieg vor ihnen. Ich glaube, die anderen Mädels machen das. Hey. Die anderen Mädels sind mal gleich. Es wird jetzt einfach noch ein bisschen warm. Und aber ich glaube, das schaffen wir jetzt schon noch. Die 600 Höhenmeter. Die langen Unterhosen abziehen und die wieder drüber an, weil mit den langen Unterhosen würde ich noch schlafen. Was hat das mit dem Schlafen zu tun? Einfach schwitzen, wenn wir nicht schlafen. Ja, das ist doch gleich. Yes. Das ist nur so Staub. Gar nicht richtiger Dreck. Ja, weißt du, mir ist das Gleiche, was geht um die Hütte denn? Bist du zuerst mal auf einer Hütte? Nein, aber Paul, ich bin eine saubere, anständig erzogene Toggenburgerin. Da bringt man nicht in fremde Häuser irgendwelchen Dreck, den man sich aufhört. Das gibt es ja im Toggenburg auch noch. Toggenburger sind in meinem Fall. Ja, das ist echt. Anständig. Also, was soll ich jetzt machen? Ist alles ein bisschen wüst hier, alles zusammen? Ist ein bisschen wüst. Nein, also komm jetzt da. Füße stinken ein bisschen. Was, Paul? Ja, ja. Meine Füße stinken? Ja. Ja, so ein Scheiss. Komm jetzt nochmal, sehr sicher. Nein, ja, ja, bitte. Ja, ja, komm jetzt mit dem Fuß da. Ja, aber so fest auch wieder nicht. Ich habe gemeint, das ist eine saubere Toggenburgerin und dabei stinkst du so. Na, wenn wir bei den Leuten ins Haus reingehen. Aha. Sicher, ist das bei euch wirklich so ein bisschen? Ein bisschen eingremen könnt ihr. Auch die schnellere Gruppe leidet unter der Frühlingshitze. Das Ziel, die Gabane des Dix, ist nach 8-stündiger Skitour immer noch nicht in Sicht. Ich glaube, das Bild zeigt genug. Es wäre gelogen, wenn ich würde sagen, fit wie ein Turnschuh. 250. Wie viel? Was? Mach keinen Witz, bitte. Mach einfach keinen Witz. Nein, nicht mal 200 Höhenmeter. Gut. Und das ist dir nicht gelogen? Und schlafen die aber heute wie Babys, wenn die nur auf 2,8 sind. Wahrscheinlich haben wir morgen der linke Oberschenkel. Ist so. Darf ich sagen, mal da hinten und dann bei dem Felsen? Bei dem Felsen so rechts um die Ecke. Gut, und dann sieht man die Hütte durch. Ja. Super. Super! Sind wir bereit? Sind wir bereit? Können wir gehen? Sind deine Füße wieder gut? Ist nur mehr beim Laufen, die Blase? Nein, ja, ist super. Nein, spüre ich nicht. Nein, hehe. Richtig lesen so. Die Oberschenkel sind auch kein Thema mehr. Nein, hehe. Richtig lesen. Carmen nimmt's mit Humor. Action! Gerade drüber. Und bremsen. Oh. Oh, oh, Achtung, Achtung. Doch plötzlich ist die Schneedecke unten am Stausee voller Eisschollen und Risse, die schwer sichtbar sind. Paul bleibt in einer Spalte stecken. Go. Da gerade oben. Ja, da ist also wo du durch sollst, direkt zu dir. Scheiße. Das ist ja wieder der Graben. Bergführer Ralf versucht Carmen und Paul sicher durch die Spaltenzone zu lotsen. Oh, Achtung! Moment. Das war wie ein Kinderlang. 1,5 Meter geht einer um, musst du wieder auflesen. Also, das war jetzt wahrscheinlich noch ziemlich die schlechteste Variante, die man laufen konnte. Ah, das ist doch gleich. Das ist jetzt eben nicht tragisch. Ich dachte, das sei etwas kürzer, aber ich glaube, es ist jetzt eher etwas länger. Die anderen sind dort oben. Erlebt, okay. Ja nicht. Die anderen sind dort oben, genau. Ja, ja. Kurz vor dem Ziel und doch noch weit. In der Ferne die Gabane des Dix.
Da, Ziellinie. Flammenrausch. Und auch Peter ist mit dabei. Er, der am Morgen alles in Frage gestellt hat. Ah, lass mich mal umschauen. Cool. Cool, das ist zu machen. Selbst Severin, der ehemalige Zehnkämpfer, kämpft. Einmal eine Hütte, die kennt, ist herfahren. Wäre auch mal eine gute Idee. Weiter unten hat Ralf die Skis von Carmen und Paul ein Steilstück hinaufgetragen, damit sie schneller vorwärts kommen. So. Suchen wir wieder einen Rhythmus. Ja, ja. Ja. Herrlich, ich habe mit 600 gerechnet. Das sind 150 weniger. Wie? Rund immer auf. Ja, ja. Endlich, nach über 9 Stunden kräftezehrender Tour, erreicht die erste Gruppe die Cabane de Dix. Die Arme fallen, die Arme fallen. Bravo. Peter, komm noch gerade. Über das Mürli. Wir sind alle fertig. Ja. Bravo. Und Peter wird zum Held. Ziemlich am Anschlag. Erschöpft. Ist lang. Und heiß. Und heiß. Aber bist du mit der schnellen Gruppe unterwegs? Aber am Schluss. Also, es gibt definitiv eine Formel, die meine Leistungsfähigkeit mit Aussentemperatur korreliert. Und man könnte auch noch den Windeinfluss einzählen. Der hat mich hier aufgerettet in das Hütchen. Und die Nähe zu Schnee hilft auch immer. Ja, der Severin, dem schulde ich 4 Bier. Für jedes Mal, wo es ein Lüftchen gegeben hat, wenn wir Spüle geschirkert sind. Und nein, sonst, das ist, es hat sich gezogen am Schluss. Es hat niemand wollen aufhören und der verdammt sie. Hey, immer auf die Seite. Die ganze Zeit. Ich hänge noch mal an. Und auf der anderen Seite wären wir gleich gewesen, aber ey. Im unteren Teil haben wir nicht genau gewusst, was durchgeht. Dann lebt man so von Kuppe zu Kuppe und schaut immer wieder, wo es dort hinein durch. Und so plötzlich ist man dann im Aufstieg. Und dann haben wir gewusst, es ist nicht etwa 1,5 Stunden. Ja, auf das kann man sich einstellen. Und dann läuft es einfach. Wie ein Roboter sozusagen. Ja. Gut getaped ist auch der Zeh, den Yolanda vor der Tour gebrochen hat. Nun wartet sie auf ihren Vater. Mein Sabra geht seinem Papa gut. Ja, was? Aber der kommt er schon. Jetzt bin ich 3/4 Stunde. Stunde sind die da. Wenn er läuft, läuft er. Ja, wie ein Diesel. Ja. Paul, wie geht's? Ja, ja, es geht noch. Das ist der letzte Bit. Hä? Letzte Kurve. Ja, so viel gesehen ich gerade noch. Vor über 50 Jahren hat Paul die Haute-Route schon einmal gemacht. So, jetzt da haben wir es so. Wer ist das, der Papa? Der Paul? Das muss der Papi sein, ja. Das ist der Paul. Mein Papi. Er macht das so stark, in diesem Alter noch so unterwegs zu sein. Ja, gerade ein bisschen Augenpipi. So. Also wir sind alle da die Rampe drauf. Hast du das auch noch wollen? Ja, der Stein. Gemeinsam noch einmal auf der Haute-Route. Ein Traum für beide. Zum Wohl. Wenn die Zeit vor zur Pause gehe. Wenn ich denke, dass noch 30-Jährige hinten nachkommen, bin ich voll zufrieden. Hey, gratuliere. Ja, merci. Das war eine nahrhafte Sache. Ja. Da erholt man sich wieder und dann ist das wieder.
Bravo, Paul. Oh, das ist nicht schnell. Entschuldigung. Bravo, Paul. Bravo, Paul. Du bist unglaublich. Schöner, bravo. Ist gegangen? Ja, ja, ist gut. Ja, ist gut. Ja, ja. Aber ja, das war ja die Hölle dort unten. Das ist die Bohne. Ja, einmal bin ich weiss, auf den Stall. Ich bin da gegen See an. Ja, das haben wir gesehen. Wir ich bin immer noch so cool. Ja, das haben wir schon gesehen. Nach über 10 Stunden erreicht auch Carmen das Ziel. So, und das Schale und Coca-Cola. So leer. Ist das gut? Das ist super. Das können wir dir offerieren. Magst du? Nein, ja. Danke. Ja, das erste ist trinken zu schwimmen. Ja, bravo. Bravo. Hey, gratuliere. Danke. Gratuliere. Hey, hey. Nein, nein. Wir sind vor 2 Minuten sind wir gekommen. Ja, ja, die sind ja die Schuhe noch nicht recht abgezogen. Und das war wie ein Leiterli-Spiel. Eins fällt Fürschi und wieder 2 Retour. Die Hütte ist voll. Rund 120 Tourenfahrer sind an diesem Tag Ende April auf der Haute-Route unterwegs. Von Hütte zu Hütte. Gleichzeitig am gleichen Ort. In einem Auffällen 900 Höhenmeter. Die morgige Etappe beginnt in der Cabane des Dix. Es folgt der Aufstieg über die Col de la Serpentine, auf die Pigne da Rolla, auf fast 4000 Meter. Dann hinunter über den Col de l'Évêque, ins Bivouac de Bouquetin. Wieder muss die Gruppe eine 8-stündige Tour mit über 14 Kilometern und 1500 Höhenmeter bewältigen. Nein, eine sehr schnelle Gruppe und eine schnelle Gruppe. Das Ziel ist nicht das Biwak da Bukta. Start ist um 5 Uhr morgens. Der Wind hat zugelegt. Wir tun noch schnell da aufetäpfeln. Die gestrige Tour hat Spuren hinterlassen. Carmen startet mit Schmerzen. Ja, jetzt. Also beim Abfahren, also nein, eigentlich recht. Flattern? Flattern, ja. So hinten. Von der Innenseite so um die Ferse herum. Ja. Hast du mehr sein? Ja, auf beiden Seiten so. Mehrfache Angelegenheiten. Ja. Das war nur so eine kleine auf der einen Seite, das ist noch gegangen. Und jetzt ja, haben sie sich ein wenig Platz genommen. Kampfspuren. Das Wetter ist noch gut. Doch eine Schlechtwetterfront wird erwartet. Eigentlich war sie bereits für den heutigen Tag angekündigt. Auch Paul spürt die Anstrengung von gestern. Ein Teil des Gepäckes hat ihm Severin bereits abgenommen. Oh, da ist ein Ski auf der Wacht schnell. Ist ja gerade auf die Binde gekommen. Oh, jawohl. Auch Bergführer Ralf Weber hilft. Doch, doch. Ja, ja, dann hebt. Es ist Hochsaison auf der Haute-Route.
Mehrere Skitourengänger aus der ganzen Welt sind in Gruppen unterwegs, um sich ihren Traum zu erfüllen. Steil bergauf mit Harscheisen, den Steighilfen an den Skis, geht es auf den Col de la Serpentine. Quer durch gewaltige Gletscherabbrüche, über Spalten verdeckt vom Schnee des letzten Winters. Da sehen wir ja das Matterhorn. Dann ein Stopp vor dem heikelsten Stück des Aufstiegs. Päuseli, Sonnengräne, Sonnenbrille, trinken, essen. Gehen wir 5 Minuten wieder. Dann gehen wir da noch flach führen. Dann machen wir 2 Seilschaften. 5 und 5. Nachher oben, hinten ist schön flach, oder? Das geht steil. Ja, das ist stotzig. Der erste Teil geht noch. Dann kommst du in die Sonne, musst du schon mal drehen. Aber das letzte Eckli mit den Ski, wenn dort etwas passiert, da ist gerade in einer Rolle unten. Das wollen wir nicht, hä? Steil fällt eine Wand aus Fels und Eis Richtung Norden ab. Darüber der vereiste Steilhang zur Pigna da Rolla, den es zu überwinden gilt. Eine kritische Schlüsselstelle, in der David und Ralf als Bergführer gefordert sind. So, Paul, ich würde deine Ski gerne nehmen, hä? Du? Ja. Jolanda hast du es nicht geben, aber ich darf schon nehmen, oder? Ja, gut. Das ist gut. Ausnahmsweise bin ich froh. Du kannst sonst wieder einen Stock von mir tragen. Hier du die Steigis anlegen, kannst du noch ein bisschen erholen. Oh. Und dann kannst du noch ein bisschen Kraft sparen, hier zum Auflaufen. Dann brauchen wir noch ein bisschen, bis zum Buckete. Es ist schon noch so abschüssig, dass man, wenn jemand abrutscht, dass man ihn heben kann. Ja. Du kannst 5 heben? Ja, ich... Wenn ich gerade passe, schon, ja. Wenn wir schön noch zusammen sind, möchte ich es. Vielleicht haben wir schon nicht gerade senkrecht. Also. Und auch mit dem Pickel kann man das schon noch. Also ich würde ein paar reagieren mit dem Pickel zu bremsen. Das ist jetzt die schwierigste Passage von heute. Ja. Das ist eine Serpentine, sagen sie dem. Das ist die Schlüsselstelle für den Pindarolla. Das können alle da. Ja. Ralf und David haben die Gruppe geteilt. Am Seil und auf Steigeisen geht es über den vereisten Schnee. Der Wind hat zugelegt. Es ist kalt. Vorboten der Schlechtwetterfront. Wie nahe das Leben und Tod auf einer solchen Tour beieinander liegen, zeigt sich 2 Tage später, als eine andere Gruppe an dieser Stelle in einen Sturm gerät, die Orientierung verliert und 7 Personen in der Kälte ums Leben kommen. So schnell können sich die Verhältnisse ändern. So groß ist auch die Verantwortung der Bergführer gegenüber ihren Gästen, die ihnen vertrauen. Dann können wir uns hier versammeln. Und jetzt auch nach dem gestrigen Tag. Ich habe befürchtet, dass das viel schwieriger wird da oben. Das ist aber ganz gut gegangen. Also schwieriger für die Kondition, ja, oder? Ja. Ich konnte mich gut erholen. Und das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Es brennt einfach ein bisschen, man merkt es. Und wenn man rausgeht und reingeht, den Ski auch abziehen, das macht schon weh, ja. Aber nicht mehr so wie ganz am Anfang. Es folgen die letzten Schritte auf die Pigna da Rolla mit 3790 Metern, dem Dach der Tour. Bei guten Bedingungen haben es alle geschafft. Auch Paul,
der vor 50 Jahren zum ersten Mal genau auf diesem Punkt stand. Ja, es ist sehr sinnig. Ich habe natürlich nie daran geglaubt, dass ich nur mal da raufkomme. Aber es ist herrlich. So, also du bist ja mit allen Wasser gewaschen und in vielen Bergen. Ja, auf manchem, aber nicht gerade auf jedem. Aber, ja. Eine Aussicht, die für alle Strapazen entschädigt. Doch am Horizont stauen sich bereits die Wolken. Und es ist noch weit. Ja, jetzt gehen wir wieder, oder? Ja. Und endlich wieder einmal eine Abfahrt. Bevor es in die nächste Steigung geht. Die Wolkenfront rückt immer näher. David zieht vorne weg. Ralf kümmert sich um Carmen. Carmen, es ist Zeit, um das Wolkenspiel zu schauen. Oder getraust du nicht mehr umzuschauen? Hä? Bist du auf der Schnur? Nein, lauf mir um mein Tempo. Komm. Ja, das ist gut. Okay, Tempo. Und die Schmerzen, wie geht's? Kann man dir irgendwie. Soll ich vor dir laufen? Das Tempo nehmen? Soll ich dich vor dir und das ein bisschen probieren? Also, machen wir doch. Wir sind zügig unterwegs. Und gut. Nebel kommt auf. Es stürmt. Doch David kennt den Weg. So, bravo. Tipptopp. Gegangen? Gut, hä? Ja. Nicht zu warm da. Es nebelt jetzt ein bisschen zu warm. Fahren wir hier Richtung Biwak rein, dann ist so ein kleiner Gegenaufstieg. Dann sind wir dann gemütlich im Biwak. Müssen dann noch Wasser, Schnee schmelzen für Wasser und kochen. Und dann gibt es schon noch Arbeit heute Nachmittag. Merci, Gitz, fürs Führen. Merci, Carmen. Tipptopp. Ja, die macht das gut. Ein Schritt langsam, aber sonst ist es immer flüssig. Ich habe auch die Beine, die fleckern. Die Kondition ist noch gut, das ist mir im Kopf. Stan macht das manchmal so. Ja, mal die Beine machen mit, aber also, ich bin froh, sind wir jetzt hier. Es fängt mir ein bisschen an zu stinken. So. Und ich bin in den Gedanken schon in der nächsten und in der übernächsten Woche gewesen. Was sind so die nächsten Ziele von meinem neuen Geschäft? Wie packen wir das an? Und dann habe ich gemerkt, dass ich dort bin und dann auch wieder abhängen können und sagen, nein, jetzt bist du da. Ziel heute ist das Biwak de Bouquetin. Ein Biwak, das hoch über dem Gletscher liegt. Es ist nicht bewirtschaftet, verfügt aber über eine Kochgelegenheit und Brennholz. Ein Platz mitten in der Abgeschiedenheit. Weg vom Rummel der großen Hütten. Und nur noch ein Tag vom Ziel, dem Matterhorn und Zermatt entfernt. Nein, das ist ja voll geil. Ja, cool, gell? Ja, ich habe mich auf das Schlimmste gefasst, gemacht. Du bist ja voll geil. Viel mehr Platz. Ja, sonst hast du immer gerade hier so der... Ja, aber warte mal, wenn die anderen da sind. Ja, das ist einfach so mal offen. Oh, das geht ja. Da, guck, der dritte. Dankeschön. Komm in die warme Stube. Wir sitzen einfach. Schnee, und es hat noch Wasser. Wir müssen halt Schnee schmelzen für Wasser. Und dann Teebüttel, also Tee, die haben wir alle so.
Und würde sagen, so auf die halbe Siebte machen wir Tortellini. Mhm. Und das hat die Asphalt, wenn man will. Entspannung nach 5 Tagen Anstrengung. Ich weiss nicht, ob es überhaupt mal einen Break gegeben hat mit diesen Handys. Hat es einen gegeben? Mal am Anfang haben wir nichts gehabt. Mhm. Jetzt schreibe ich schnell. Snake. Wo wir sind. Hast du wirklich durchgezogen? Keine Entscheidung getroffen, nichts, sondern nur angeschaut und. Nur gelesen, ja. Bravo. Genau. Mhm. Und wieso denn gelesen, wenn du nichts entschieden hast? Dann bist du informiert, dann muss ich weniger nacharbeiten am Samstag. Und hast du schon manchmal Ferien, wo du das gar nicht anschaust? Ja. Aber nicht, weil ich nicht kann oder so, sondern weil ich nicht will. Ja, ja, ja. Mhm. Wenn du nachher irgendwie eine Woche fort bist und hast dann 150 Mail, die du runter machen musst, dann brauchst du 2 Tage, dann ist der Ferieneffekt wieder dahin. Heute habe ich herausgefunden, dass es wirklich viel, also einmal für mich, ich weiss, das ist jetzt eben nicht so wissenschaftlich, das ist jetzt wirklich rein für mich, es ist sowohl motivierender wie auch befriedigender für mich, auf den Gipfel zu steigen als auf den Pass. Und das habe ich noch spannend gefunden. Also das habe ich wirklich, heute konnte ich wirklich sagen, sowohl gestern Rosa Blanche wie auch heute Pion, du. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Pinie de Rolla. Pinie de Rolla fast. Ist viel länger gegangen. Wenn du siehst, dort oben ist der oberste Punkt. Und weiter kann es eh nicht gehen. Und beim Pass bist du nie sicher, ob dann nicht hinter dem Hügel noch mal ein Hügel kommt. Es hat doch noch eine andere Komponente. Alle Menschen wollen oben sein. Das ist doch etwas, was uns eingepflanzt ist. Und im Pass bist du einfach nicht oben. Das ist der Kern noch nicht erreicht. Ja, aber Pass lieber als Gipfel. Warum? Weiss, ich kann dir nicht sagen. Ist mir sympathischer, vielleicht will ich nicht gerne oben schauen. Okay. Ja, muss ich sagen. Tage voller Strapazen, die sie gefordert und Eindrücke, die sie geprägt haben, liegen hinter der Gruppe. Das brennt. Hauswirtschaftslehrerin Yolanda übernimmt das Kochen gemeinsam mit Ralf. Mit Ablehren? Ja, das mache ich. Ich bin zuständig für den blöden Griff hier. Wir müssen alle wegstehen. Das ist fast wie wenn er über den Gletscher läuft. Du tust es gerade in die Pfanne zurück und in den Kessel drin. Das langt schon mal recht weit. A table, a table. Das Dachbett braucht. Guten Zahn. Kurz vor dem Ziel, noch einmal ein Moment für alle darüber nachzudenken, warum man sich den Traum Otrut erfüllen wollte. Ich hatte eine sehr schöne Skitourenwoche. Ich hatte eine sehr schöne Tourenwoche mit euch zusammen. Das war eine wunderbare Truppe. Das Wetter hat mega mitgemacht, die Landschaft war einmalig. Etwas ganz Spezielles. Und ist das mit dem Mutigwerden? Ist das passiert? Ein Schrittchen. Aber ich habe noch viel vor mir. Ja, jetzt freue ich mich aussinnig auf meine Buben. Ja, die Mutter hat mir heute noch ein Foto geschickt, wie sie am Spielen sind. Und ich habe das Gefühl, die haben in dieser Woche extrem gewachsen wieder und ja, sind schon wieder grössere Buben. Das ist mir bewusst, dass ich kaum mit ihr zusammen noch mal so eine grosse Tour machen würde. Wir würden einzelne Tage, so Tagestouren machen oder 2 Tagestouren. Aber sicher, oder ich kann mir das vorstellen, nicht mehr gerade eine Woche. Weil das ist für mich, ich bin da ziemlich an die Grenzen gekommen. Und das muss man einfach sehen. Das war sehr speziell, weil es das letzte Mal war, dass wir so etwas gemacht haben. Es wird, eben wie der Papi schon gesagt hat, einzelne Touren geben, Tagestouren, mal ein Wochenende oder so. Aber so eine Woche wird es nicht wieder geben. Auch für mich nicht. Das wird jetzt für längere Zeit wieder einmal das sein. Körperlich war es ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, für den Kopf war es Gold wert. Ich glaube, ich merke es vor allem nächste Woche. Inwiefern? Positiv oder negativ? Nein, ich glaube, dass ich wieder mit Frische und Motivation wieder an etwas trage, wo man sich etwas überlegen muss. Nach einer Woche eigentlich. Ja. Und natürlich die Eindrücke. Also landschaftlich ist es schon
wunderschön. Mhm. Ja, ich konnte wirklich eine Woche lang wenig studieren. Und das war schon noch erholend. Einfach mal so eben keine unlösbaren Probleme im Kopf herumwälzen, das habe ich sehr genossen. Und ich habe auch wirklich nichts gemacht. Ich habe dann gedacht, vielleicht kommt es irgendwann, dass irgendetwas, wo mich jetzt gerade beschäftigt, Foto von drei, aber es ist nie so etwas gekommen. Nein. Es hat, glaube ich, gut funktioniert. Auf alle Fälle habe ich keine Mails oder so. Die Firma gibt es noch. Okay. Alle sind noch dort, glaube ich. Und von dort hat das gut funktioniert. Und das freut mich auf die einen Seite, dass das eben letztlich nicht mehr abhängig ist von einer Einzelperson. Und was mich aber auf der anderen Seite sehr gefreut hat, ist eben die Autoroute mal können zu machen. Das ich schon immer mal gerne machen. Und mit euch zusammen das zu machen, war super. Du hast verschiedene Sachen gehabt. Einerseits hast du die Autoroute gefunden, möchte ich machen. Andererseits ist aber bei dir auch noch die ganze Geschichte mit deiner Mama auch noch drin gewesen. So ein bisschen die Erinnerungen sehen. Wie stark war das präsent? Ja, ich denke, es wird wesentlich mehr sein, die Erinnerung und alles. Ich war schlichtweg selber genug mit mir beschäftigt gewesen, oder mit rundherum, dass das gar nicht zum Thema geworden ist. Außer ich weiss jetzt nicht einmal, als ich das gemerkt habe. Rosa Blanche habe ich, glaube ich, 2-3 Steine mitgenommen. Für den aufs Grab, aber mehr nicht. Mit was für einem Gefühl gehst du jetzt zurück in den Alltag? Mit was für einem Gefühl? Also das kann ich gerne nicht sagen. Es ist so schnell vorbeigegangen alles. Also ja, ich habe ganz verschiedene Eindrücke. Also ich kann es gar nicht irgendwie benennen, genau. Weil es ist vieles ist wesentlich besser gelaufen, als dass ich gedacht habe. Ja, ich kann es gar nicht so genau fassen. Man merkt, sie will heim. Und ich auch. Noch einmal um 5 Uhr aufbrechen. Noch einmal im Schein der Stirnlampen auf dem gefrorenen Gletscher zum letzten Aufstieg fahren. Die letzte Etappe führt sie vom Bivouac de Bouquetin zum Col de la Valpelline mit Blick aufs Matterhorn. Darauf folgt eine lange Abfahrt nach Zermatt. Eine Genusstour, wenn das Wetter stimmt. Rund 20 Kilometer und 1500 Höhenmeter liegen noch einmal vor ihnen. Ja, jetzt haben wir eigentlich den letzten Aufstieg, den wir teamen und aufbinden. Oh. Nachher wird nur noch gelaufen und gefahren. Die Haute Route ist auch eine Geschichte über Menschen, die an ihre Grenzen kamen. Die lernten, mit Steigeisen zu klettern, sich zu überwinden und gemeinsam als Gruppe an das Ziel zu glauben. Ja, das war die letzte Mauer hier. Jetzt geht es den Endspurt. Ja, jetzt hier einfahren. 200 Höhenmeter, nein, noch 2 Stunden. Und so endet dieses Abenteuer nach 6 Tagen in den hohen Bergen mit einem Blick aufs Matterhorn. Kannst du im Berg? Ich reihe.
mal so froh, diesen höheren Hubel zu sehen. Daniel, danke dir vielmals. Ah, David, danke dir vielmals. Hey, David, danke vielmals. Hey, so schön. Cool, danke vielmals. Und aus Menschen, die sich vorher nicht gekannt haben, wurden Freunde. Merci. Merci. Super, ja. Daniel, danke dir vielmals. Super. Das habe ich ganz gerne gemacht. Sicher. Ja, ich möchte, dass ich in diesem Alter auch noch ein bisschen laufen möchte. Von der einen an den anderen. Jetzt sind wir keine Brüder. Danke. Jetzt kann ich dann rein und dann bin ich daheim. Das ist schon komisch. Nach der ganzen Strecke kommst du mal daheim an. Das ist irgendwie voll strüb. Und auch auf einer Ecke, wo ich noch gar nie war. Also auf der anderen Seite habe ich auch schon Sachen gemacht. Aber hier, das ist unheuer cool. Und der Paul hat mir dann auch noch fast das Eigenwasser. Hat mir auch noch fast das Eigenwasser gebrungen. Das ist wirklich eine super Geschichte, dass sie zwei das können mit abmachen. Und du mal deine Brüder. Ja, das lebt jetzt unten. Ja, ja, also doppelt. Das ist. Ja, das gönne ich denen von Herzen, dass sie das fertig machen können. Ja. Schön. Stimmig. Hier. Einige wurden mutig, andere zu Helden. Jeder hatte sein persönliches Ziel auf dieser Skitour des Lebens. Denn manchmal ist es eben an der Zeit, aus dem Alltag auszubrechen und dem Leben ein neues Kapitel hinzuzufügen. Präsentiert von Le Gruyère AOP, der Geschmack der Schweiz seit 1115.